In Deutschland und in Nordrhein-Westfalen gibt es immer weniger Gründer. Und da muss man sich schon als Politik überlegen, woran das Ganze liegt. Und nach meiner Auffassung gibt es zwei große Bereiche, die Politik angehen muss. Das eine ist, die Rahmenbedingungen für Gründer zu verbessern, insbesondere finanzielle Unterstützung zu gewährleisten. Das heißt, dass man als Gründer, wenn man eine tolle Idee hat, die man umsetzen möchte, wo man Mitarbeiter einstellen will, wo man wachsen will, dass man an Kapital rankommt. Das gibt es einerseits über den klassischen Weg der Banken, und wir müssen auch flexibler werden, um zum Beispiel an Venture Capital oder Crowdfunding heranzukommen und dort die Hürden herabzusenken, damit die Gründer, die erfolgreichen Gründer, nicht ins Ausland, wie beispielsweise Amerika, abwandern. Und jeder, der Gründer geworden ist, der muss ja nicht nur sein Unternehmen finanziell gut aufstellen, sondern er muss ja selber von etwas leben. Und viele Gründer haben uns deswegen als Freien Demokraten gesagt, dass das ganz wichtig ist, dass man selber finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Also haben wir überlegt, wie können wir die Gründer unterstützen, und haben uns das Gründer-BAföG ausgedacht. Eine BAföG-Regelung: wenn es erfolgreich ist, zahlt man das BAföG wieder zurück an den Staat. Und wenn es nicht erfolgreich ist, ist es der Risiko, den der Steuerzahler auch eingeht. Und das Zweite, was noch ganz wichtig ist, was keinen vom Gründen abhält, aber was große Hindernisse sind, ist das Thema Bürokratie. Es ist heutzutage so, dass man 14 Tage durchschnittlich braucht, um ein Unternehmen in Deutschland zu gründen, mit 9 Behördengängen. Ein Traum wäre das, wenn man das in eine einzige App, in eine Internetplattform integrieren könnte, von der man aus alles einmal einträgt und dann ein Jahr lang Ruhe hat und sich auf sein eigentliches Geschäft konzentrieren kann, seine Idee nach vorne bringen kann und wachsen kann, um Deutschland wieder nach vorne zu bringen.